die Denise ist da. Hi. Was machst du denn hier so? Ich bin am Classic-Tattoo-Stand und promote halt ein bisschen, mach Fotos mit Fans und sowas. Ja. Und was heißt Fans? Ja, die Leute kennen mich halt aus dem Fernsehen von Berlin Tag und Nacht. Ja. Und da kommen halt immer ganz, ganz viele und klar haben sie mal die Chance, es live zu sehen. Ja. Live. Seid ihr da, also es sind immer sehr viele Leute an dem Stand, habe ich gesehen, ne? Also kommen immer einige vorbei. Auf jeden Fall, also Dresden und Leipzig sind die Städte, wo es wirklich immer knackenvoll sind. Ja, ja. Ja gut, ist ja auch in der Nähe dann von Berlin, ne? Das ist halt. Ja, aber generell, so Sachsen ist echt krass. Läuft, läuft. Magst du ein bisschen was über deine Rolle in der Serie erzählen? Nein. Nein, nein. Langweilt mich. Fernsehen gucken. Nee, ich habe nur gehört, dass du da auch als Tattoo-Model irgendwie das spielst, oder ist das richtig? Das war eine Zeitweise, ja. Genau, aber hat sich auch schon wieder erledigt eigentlich. Ja. Sind ja einige auch von der Serie, die tätowiert sind, ne? Viele. Ja. Ich glaube, es gibt selten welche, die nicht mehr tätowiert sind bei uns. Was meinst du, wer das kommt? Also ist es einfach so, dass das in ist quasi? Das klingt immer so blöd, ist in, aber... Nee, also keine Ahnung, wir sind alle super individuelle Menschen und... Jeder macht halt das, worauf er Bock hat und klar, da gehören auch Tattoos irgendwie dazu und ich glaube generell, das ist ja, auch das klingt zwar scheiße, aber so das Zeitalter einfach dafür ist so, also ja. Wie war denn so dein Werdegang, also wie bist du so da rangekommen oder da reingeraten, sage ich mal? Ins Fernsehen oder Tattoo-Branche jetzt? Ja, beides. Meistens geht das so ein bisschen Hand in Hand, dass man anfängt, sich tätowieren zu lassen und dann irgendwie vor Kameras gerät und... Mit Berlin Tag und Nacht, das war eigentlich relativ zufällig. Das war die absolut Lieblingsserie meiner Schwester und dann hat sie mich da angemeldet und ja, wurde ich zum Casting eingeladen und dann ging das auch alles relativ schnell, sag ich mal. Und Tattoos, ich war schon immer ein Mensch, die super gerne gezeichnet hat. Ich habe es schon immer geliebt und habe auch immer mir schon, als ich kleiner war, Gedanken darüber gemacht, was willst du denn eigentlich tätowieren? Klar, im Endeffekt wird sowieso was anderes, aber ich habe irgendwie schon immer eine Leidenschaft dazu gehabt, also dafür gehabt. Hast du denn deine Tattoos auch selbst dann entworfen teilweise? Nee, habe ich nicht. Warum auch immer, keine Ahnung. Ja eben, also ne? Vielleicht noch. Ja. Wär doch mal eine gute Idee. Ja, eigentlich schon, ja. Könntest du dir denn auch vorstellen, selber zu tätowieren? Weil es ja meistens solche, die zeichenaffin sind, die dann vielleicht eventuell... Ich habe letztes Jahr angefangen. Ah! Lustigerweise, ja, letztes Jahr im Oktober. Ja. Nee, also 2016, so. Jetzt 2016, das ist schon 2018, da habe ich angefangen. Und ja. Und bist du da in einem Studio oder hast du das einfach erstmal so ein bisschen für dich selber? Nee, ich mache es erstmal für mich selber, bei Freunden, Familie und ja, mal schauen, was kommt. Hast du auch das typische Schweineohr schon oder was auch immer, Schweinehaut? Nee, habe ich nicht gemacht. Ich habe mich bisher immer auf Kunsthaut oder richtiger Haut ausgetobt. Ja. Ah, ja, cool. Das ist ja schön, wenn man auch direkt so fast am richtigen oder am richtigen Objekt. Halt ein komplett anderes Feeling auch, ne? Fühlt sich halt wesentlich besser an. Ja. Was zeichnest du denn für einen Stil? Sämtliche Sachen. Also gerade bin ich auch dabei, meinen Realismus auszubauen und ansonsten querbeet. Ja. Gehst du denn immer zum gleichen Tätowierer? Also hast du einen Stammtätowierer? Eher ein Stammstudio. Ich gehe seit fast 10 Jahren zu Classic Tattoo und da habe ich halt verschiedene Tätowierer. Und wie gehst du an die Motivwahl ran? Also wie überlegst du dir das, was du haben möchtest? Meistens habe ich schon Ideen, die natürlich tiefere Bedeutungen haben. Und dann denke ich mir immer so, gut, okay, ja, also Stile her bin ich sowieso auch querbild. Also ich habe eine komplette Crossover und ja, meistens halt wirklich immer irgendwas, was Bedeutung hat. Ich habe ja auch beispielsweise Löwenköpfe, ist einfach, weil meine Eltern Löwe vom Sternzeichen sind oder ein Skorpion, weil ich Skorpion bin. Also je nachdem, was mich halt irgendwie dazu inspiriert oder was mich wirklich bewegt. Und lässt du das dann immer erstmal sacken und wartest ab und überlegst viel oder bist du auch ein spontaner Typ teilweise? Ich bin auch gerne mal spontan, ja. Ja, aber ich habe auch bisher noch nichts bereut. Sehr gut, sehr gut. Und was war das erste und wann? Das allererste war wirklich, als ich 18 war, noch nicht lange, und dann habe ich hier unter der Brust La Famille auf Französisch mit einem kleinen Herz, was mittlerweile ein Punkt ist. Okay, also ein bisschen verlaufen wahrscheinlich. Ja, auf jeden Fall. Und wusstest du da schon, dass es mehr werden sollen? Oder war das noch so, ich will ein Tattoo, wie man das am Anfang meistens denkt? Ach Quatsch, ich wollte den ganzen Körper voll von Anfang an. Ja, wirklich. Okay. Und wie geht's weiter? Weißt du schon, was das nächste sein wird? Das nächste wird mein Arm. Der ist ja sowieso eine Baustelle. Das wird ein bisschen so mit versunkener Stadt, Unterwasser-Style, so alles so ein bisschen. Und dann irgendwann möchte ich halt mein Bein auch mal komplett zuhaben, aber da habe ich noch nicht ganz so Ideen. Hast du denn irgendwelche Grenzen? Also viele haben ja jetzt schon Hals und teilweise im Gesicht und fangen sogar mit den Händen an und solche Geschichten. Bist du da auch eher klassisch, dass du sagst, man muss sich das erarbeiten, dass man erstmal anfängt und dann irgendwann? Gesicht ist für mich generell ein No-Go. Ich habe auch nicht irgendwie das Verlangen, mir mein Dekolleté oder meinen Hals
tätowieren zu lassen. Ich denke mir halt auch, wenn ich irgendwann mal einen anderen Job mache, muss es halt ja auch leider Gottes irgendwie stimmen. Ist ja leider so. Und dann Hände, Hals und so eine Sachen, bin ich lieber ein bisschen vorsichtig. Ja. Wie hast du denn, also wie ist denn dein beruflicher Werdegang? Also was hast du denn gelernt? Oder was wäre denn dann der Job, den du wahrscheinlich machen würdest? Oder ist das noch nicht klar? Würdest du dich dann umorientieren? Ist ehrlich gesagt noch gar nicht so klar. Ich meine, ich bin direkt nach dem Abitur da reingerutscht in die Fernsehsache, genau. Und vielleicht bleibe ich an der Tattoo-Schiene und tätowiere. Mal gucken. Ja, eben, dann brauchst du dich auf jeden Fall nicht einschränken. Nee, auf jeden Fall nicht ein. Worauf freust du dich denn dieses Jahr am meisten? Also an Projekten oder an Tattoos oder? Also ehrlich gesagt freue ich mich am meisten auf meinen Urlaub im Juni nach Santorini mit zwei sehr guten Freundinnen von mir. Und das ist eigentlich das, was mich momentan am meisten freut. Endlich mal aus. Endlich mal Urlaub, endlich mal weg. Wirst du denn auch so viel erkannt? Also jetzt auch, wenn du im Urlaub bist sogar? Ey, mein krassestes Erlebnis war sogar, dass ich in Mailand erkannt wurde. In Mailand. Das ist schon echt so wow. Aber ansonsten, es gibt halt Tage, da werde ich gar nicht erkannt. Tage, da werde ich extrem erkannt. Aber es ist halt wie gesagt immer so ein Mixmaß. Aber ich bin auch froh, wenn ich mal nicht erkannt werde. Hast du das schon mal gemacht, dass du dich quasi verkleidet oder versteckt hast? Ja. Oh, echt? Ja, habe ich echt schon gemacht. Krass. Also echt auch so manchmal, keine Ahnung, wenn es jetzt so in kalten Tagen Schal über die Haare, so weißt du, oder irgendwas, also klar, oder halt Sonnenbrille. Krass. Ja, manchmal will man einfach seine Ruhe haben, ne? Ja, kann ich total gut nachvollziehen. Also, wie ist es denn so, wenn du im Urlaub bist, lässt du dich auch manchmal im Ausland tätowieren oder unterwegs spontan oder eher nicht so? Im Ausland habe ich mich noch nie tätowieren lassen, hatte ich auch noch nie die Überlegung. Ich hatte mal in Köln die Überlegung, da war ich mit einer Freundin da eine Woche, aber ist halt nicht zugekommen. So. Aber ansonsten mal schauen. Also wäre nicht abgeneigt, sagen wir es mal so. Ja. Vielleicht gibt es dann ein neues Tattoo im Urlaub. Ja, mal schauen. Ich wünsche dir auf jeden Fall ganz, ganz viel Spaß und Erfolg dieses Jahr. Und ich frage immer am Ende, ob du noch was erzählen willst, was ich nicht gefragt habe, was dir auf dem Herzen brennt. Wenn nicht, habe ich gut gefragt. Wenn doch, hast du noch was Schönes erzählt. Weiß ich jetzt gerade ehrlich gesagt gar nicht, was ich noch erzählen kann. Sonst kommst du gerne noch mal wieder. Sonst komm ich gerne noch mal wieder. So, ich knuddel dich und vielen Dank fürs Interview. Sehr gerne.